So, es gibt wieder mal einen kleinen Düsseldorf-Trip. Ja, der letzte ist ja sehr, sehr gut angekommen. Ja, wo ich natürlich auch dann immer mal wieder zum Thema Aktien einiges an Mehrwert mit eingeworfen habe. Und da in den ersten paar Wochen 2024 schon einige Sachen an der Börse passiert sind, habe ich mir gedacht, komm, nehme ich euch auf jeden Fall mal wieder mit. Das heißt, in diesem Vlog werde ich etwas über die PayPal-Aktie sagen, generell die Börsenlage, was sich so getan hat, weil viele sich eben fragen, hey, wo kann man jetzt noch einsteigen? Was sind Aktien, die vielleicht spannend sind? Und vor allem haben viele die PayPal-Aktie im Depot und haben auch mitbekommen, dass da sich jetzt einiges ändern kann. Ansonsten erwartet euch natürlich, wie immer, ja, an einem Samstag in Düsseldorf gutes Essen. Wir gehen wieder Steak essen und ja, sind einige Kumpels von mir mit dabei, denen ich auch teilweise so zusammenarbeite. Und danach gibt es natürlich dann normalerweise im Breitenbacher wieder eine leckere Zigarre. Wird ganz gemütlich. Ich glaube, wir wollten auch ein paar Geschäfte rein, aber ich denke, das hat sich fast erledigt, weil wir haben jetzt mittlerweile schon 14.40 Uhr, ehe wir da sind. Wir brauchen ja so eine Stunde. Ja, da kann man vielleicht in ein, zwei Geschäfte, aber wie gesagt, wir wollten da eigentlich nur ein bisschen reinschlendern. Also ich habe jetzt nichts geplant, ich brauche jetzt nichts. Ich bin jetzt auch nicht so die Shopping Queen. So, und ich gabel jetzt hier mal den Tom auf. Mal gucken, wo er gerade ist. Der Tom, der sorgt auch dafür, dass ihr mich so oft seht. Ja, er kümmert sich teilweise auch, ja, um meine Werbung. Ich mache ja relativ viel Werbung, regional, aber auch generell auf Facebook, Instagram und sowas. Was sehr cool ist, da hilft er mir. So haben wir uns auch kennengelernt. Und ja, wir haben privat auch sehr gut verstanden. Wir fahren tatsächlich auch in einigen Wochen auf einen Kurztrip nach Dubai. Und das wird auch cool, da wird einiges an Content gemacht, da kommt einiges auf euch zu, da freue ich mich auch. Und ja, das ist sehr, sehr cool, habe ich richtig Bock drauf. Da ist er auch schon, da haben wir ihn, da wird er frisch abgeholt hier von mir. So. Da ist er. So, wir haben jetzt mal ein richtig geiles Beispiel. Viele Leute haben ja oftmals irgendwelche Ausreden, ja, sagen, oh, ich kann meine Ziele nicht erreichen, weil ich irgendwie so wenig verdiene, und haben irgendwie teilweise im Alter von 30, 40, 50 ihre Ziele sogar schon weggeworfen. Das heißt, man hatte vielleicht mal mit 20, 30 irgendwelche Ambitionen, früher in Rente zu gehen, mal das Traumauto zu kaufen. Und viele Leute shiften dann in so die Rolle des, ja, ich würde mal sagen, Haters oder des, ja, es ist ja eh nur unnötig, ja, und werfen ihre Ziele dann wieder weg. Und ich finde es halt richtig geil, dass es dann auf der anderen Seite Leute gibt wie Tom zum Beispiel. Ja, der ist jetzt hier neben mir, wird jetzt auch gleich was dazu sagen. Der hat sich ja ein Porsche gegönnt, gekauft, Cash, ja, also nichts finanziert mit seinem eigenen Geld. Und er ist 21 Jahre alt. Und das ist halt echt so ein geiles Beispiel, dass man seine Ziele erreichen kann. Und ja, vielleicht kannst du ja gerne mal drüber quatschen und einfach mal erklären, wie und wann du das erste Mal so davon geträumt hast oder wann du so das im Kopf gehabt hast. Und wie sich das dann realisiert hat. Das wäre sehr, sehr geil. Ja, also generell, Thema Porsche ist so ziemlich seit der ersten Stunde bei mir immer so ein Kindheitstraum gewesen, wo man gesagt hat, hey, okay, wenn man das irgendwann mal erreicht, dann wäre das schon mega geil. Und ja, der Werdegang dahin oder der Weg dahin war relativ kurz, aber dafür ja, erfolgreich. Ziel wurde erreicht. Ja, mit 18 habe ich die Agentur damals gegründet, eine Social Media Agentur, hatte der Maxim ja eben schon kurz erzählt. Das heißt, ich bin der Grund dafür, dass ihr den Maxim hier so häufig seht. Und gestern war der Stichtag, wo man dann sagen konnte, hey, okay, man erfüllt sich mal den Traum von noch einem kleinen, aber das kann ja noch wachsen. Und zumindest im ersten Porsche. Und der wurde dann gestern in Augsburg ja, fix gemacht, wird jetzt im Februar abgeholt. Und ja, das war so im Prinzip der Weg, ne? Auf dem Weg natürlich immer geguckt, dass man das Kapital, was man erwirtschaftet, auch entsprechend anlegt, damit man da am Ende ja nichts versäumt oder das in unnötigen Konsum verballert, wo dann am Ende irgendwie nichts mehr davon übrig ist, sondern das wirklich so platziert, dass man sagen kann, hey, okay, man kann jetzt auch mal ja eine größere Summe ausgeben, ohne sich da irgendwie zu ruinieren, sondern das passt dann einfach in den Plan rein. Ja, das war so die Herangehensweise, und jetzt wird es geil, wenn der im Februar abgeholt wird, dann wird auf jeden Fall mal eine Runde gedreht. Ja, Leute, ihr seht, es ist möglich, und ich blende auch mal hier ein Bild ein. Ich war heute Morgen runtergegangen im Keller, habe so ein paar Sachen weggeräumt von Weihnachten, Weihnachtsbaum und so. Und da habe ich ein Buch gefunden, da habe ich 2017 quasi reingeschrieben, was so Ziele von mir sind, Träume. Also habe ich so Fotos reingemacht, ja, von meiner Uhr, vom Auto, was ich haben will. Und ja, das hat sich dann auch Jahre danach erfüllt, und das zeigt einfach mal, wie wichtig das ist, dass man sich Ziele einfach mal visualisiert. Und vor allem auch niemals aufhört, ja, daran zu arbeiten, ja, und auch bereit ist, dafür hart zu arbeiten. Und vor allem,
Was ich auch cool beim Tom jetzt finde, er hat vor allem auch schon in Aktien investiert. Ja, also er hat jetzt nicht hier mit seinem ersten Geld sein Porsche geholt. Machen ja auch viele Kollegen, ja, dass sie irgendwie es schaffen, 50.000, 100.000 Euro irgendwie anzusparen und dann auf die Idee kommen, ja, jetzt mal einen dicken Porsche irgendwie Leasing oder auf Kredit. Und dann sind sie aber wieder bei Null und haben nichts im Aktiendepot, haben nicht vorgesorgt und tanken dann irgendwie für 10 Euro. Das ist natürlich auch sehr, sehr cringe. Also man sollte sich das schon leisten können. Und ohne seinen Lifestyle jetzt irgendwie zu reduzieren. Ja? Also wenn du jetzt dir einen Porsche holst und kannst dann keine Steaks mehr essen gehen, ist das natürlich auch kein guter Deal. Ja? Das heißt, es muss immer locker von der Hand irgendwie funktionieren. Und da kommt bei mir auch was ab April zum Thema Porsche. Ja, so viel kann ich dazu sagen, ist cool. Aber nur für eine gewisse Zeit über den Sommer, weil Porsche ist einfach sehr, sehr spannend. Und das war auch diese Woche das Thema in meiner Instagram-Q&A. Da könnt ihr auch gerne mal reinfolgen. Dass mich jemand gefragt hat, hey Maxim, Automobilbranche, wie siehst du das? Kann man da noch investieren? Was ist für dich interessant? Und Porsche, ja, ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Brand. Das ist die Automarke, die auch am meisten Profit pro Auto macht. Ja, die machen ca. 10.000 Euro Gewinn pro Auto. Ja, und das ist halt wirklich auch eine Seltenheit. Ja, als Beispiel VW, die machen so 500 bis 600 Euro minus pro Auto auf die ganze Autoanzahl gemessen. Da sieht man halt mal, dass natürlich man mit so einer Hochpreisstrategie wie bei Porsche sehr, sehr weit kommt. Und Porsche-Aktie kann man sich anschauen, die generell auch VW, Mercedes, alles interessant. Man hat sehr, sehr hohe Dividendenrenditen aktuell, so zwischen 6-8%. Die können die Automobilhersteller sich auch leisten. Die haben keine zu hohen Ausschüttungsquoten. Das heißt, da auch mal gerne einen Blick drauf werfen. Das heißt, nicht nur konsumieren, sondern erstmal investieren. So, wir waren jetzt gerade beim lieben Marc im Shop und der hat natürlich alles da, was wir auch gerne haben. Parfum, Uhren, Duftkerzen, alles was irgendwie geil ist. Ja, und keiner hat was gekauft, also wir sind im Sparmodus. Hier wurde nichts gekauft, hier wurde nichts gekauft, also für die Wirtschaft haben wir heute wieder mal nichts gemacht. Aber naja, nur gucken geht auch. Auf jeden Fall richtig geil, was der Marc da auch geschaffen hat. Der kommt ja auch aus der Nähe von uns. Aus Aachen. Richtig geil. Cooler Store. Echt sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir noch zum Juwelier. Wie heißt der nochmal? Feinart. Juwelier Feinart, auch Legende. Auch auf TikTok kennengelernt. Und danach geht es dann auch so schon zum The Grill. Dann gehen wir was essen. Und danach werde ich euch auch ein paar Neuigkeiten über die PayPal-Aktie mitgeben und erklären, warum sie eventuell in diesem Jahr wirklich einer der bestperformsten Aktien sein könnte in meinem Depot. Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da die nächsten Wochen von PayPal angekündigt wird. So, war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Giuseppe ist jetzt auch mein Kunde geworden. Freust genau. Du dich? Kann ich nur empfehlen. Sehr geil. Ja. Aber worauf freust du dich denn am meisten im Coaching? Worauf ich mich am meisten freue, dass Maxim mit seinen Kunden immer Steak essen geht. Das stimmt tatsächlich. Also wer von meinen Kunden mal vorbeikommen will für einen Podcast, der wird natürlich immer zum Steak eingeladen. Worauf freust du dich denn, was das Thema Aktienmarkt angeht? Da freue ich mich besonders darüber, dass ich als Unternehmen auch tatsächlich das Geld überhabe zum Investieren. Im Gegensatz zu vielen Unternehmern, die wirklich mit Umsätzen um sich flexen und dann nicht mal 1.000 Euro monatlich investieren können. Und da freue ich mich drauf, ne? Auch langfristig natürlich vorzusorgen über ETFs, was natürlich neben Amazon als kurzfristige Einnahmensquelle optimal ist. Ja, und natürlich Aktien. Ne? Wie sieht es denn bei dir aus? Was sind deine Top-Investments, die du im Portfolio hast? Oh, bei mir auf jeden Fall einzelaktienmäßig LVMH ganz vorne mit dabei und Alphabet. Das sind so die größten Positionen. Ja. Warum LVMH? Einfach, weil es ein Markt ist, der aus meiner Sicht Zukunftsperspektive hat. Ja, wir sehen immer wieder Konsum, Lux. Wir sehen es auch eigentlich hier direkt. Ja, bestes Beispiel. An diesen Kollegen. Ja, LVMH wird sofort. LVMH. Und wichtig ist, sich natürlich diesen Konsum durch Dividenden zu gönnen. Ja, das macht natürlich am meisten Spaß. Und wie lange investierst du jetzt schon? Ja, so ziemlich seitdem ich 18 bin. Also direkt gestartet, den Zinseszins mitgenommen und ja, läuft. Das ist sehr, sehr geil, Leute. Also ihr dürft nicht lange zögern. Ja, natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie 30, 40 Jahre alt seid, dann kann man natürlich immer so ein bisschen zurücktrauern und sagen, warum habe ich nicht früher angefangen? Aber wichtig ist auf jeden Fall, da jetzt einfach den Entschluss zu treffen,
ja, die Entscheidung zu treffen, am Aktienmarkt vernünftig zu beginnen, das Ganze zu machen. Dann wollte ich ja noch zum Thema PayPal-Aktie was sagen. Da kam nämlich jetzt die Ankündigung vor ein paar Tagen vom CEO, vom Management, dass sie, ich glaube, am 25.01. jetzt wirklich was ganz, ganz Neues ankündigen wollen. Und die haben gesagt, das wird die Welt revolutionieren. Und das ist schon eine heftige Ansage. Darauf ist die Aktie auch so um 5-6% gestiegen. Und ich denke, dass da jetzt definitiv mal was Neues kommt, beziehungsweise jetzt auch mal wieder so ein positiver Aufschwung kommen könnte bei der Aktie. Ich hoffe zumindest, die ist jetzt wirklich seit anderthalb Jahren in einer wirklich brutalen Seitwärtsphase, ist brutal runtergeprügelt worden. Und die Bewertung ist jetzt mittlerweile super spannend. Habt auch schon mehrere Videos zu gemacht. Und ich denke, dass in diesem Jahr, dass die Aktie da einer der besten Positionen in meinem Depot sein wird. So, der Abend neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir haben noch eine Challenge. Der Giuseppe steht jetzt noch in einem Parkhaus, was geschlossen ist. Die Frage ist, kommt er raus, kommt er nicht raus? Tja, hätte er nur mal in Aktien investiert vom Parkhaus, ne? Naja, war auf jeden Fall ein cooler Abend, auch wenn einige Sachen ein bisschen schief gelaufen sind und fast irgendwie nirgendwo reingekommen. Service in Deutschland ist auch echt teilweise fragwürdig, aber deswegen geht's auch in zwei Wochen nach Dubai wieder, dass man da mal wieder einen schönen Service kriegt, schönes Wetter kriegt, gute Laune, das ist immer ein schöner Ausgleich. Und ja, dann lasst gerne ein Abo, wenn ihr Content zum Thema Aktien nicht verpassen wollt. Vlogs kommen wie immer mindestens einmal im Monat. Dann wünsche ich euch noch was. Bis dahin. So, nochmal kurz hier, bevor das Video zu Ende ist. Tatsächlich, Parkhaus ist besetzt, Parkhaus ist zu. Und Giuseppe kommt nicht mehr raus. Das passt aber eigentlich zum heutigen Tag.